Wir haben gerade gesehen, dass es sehr einfach ist, Dateien von A nach B zu kopieren oder auch zu verschieben. Allerdings bei den Ordnerfunktionen kopieren oder verschieben, da stoßen wir sehr schnell an die Grenzen des Systems. Deshalb ist die Frage berechtigt, muss ich denn überhaupt meine Dateien in Ordnerstrukturen in der Landsack selbst ablegen in Privat? Die Antwort lautet nein. Sie können dieses System aufbauen. Und so wie Sie ein Jahr Unterricht halten, kopieren Sie Ihre Daten in die Privatablage. Sie können aber natürlich, so wie ich das von vielen Kolleginnen und von Kollegen schon kenne, Sie haben einen USB-Stick, dort sind alle Ihre Daten drauf, oder Sie haben es auf dem heimischen Rechner und laden das dann von zu Hause aus in die entsprechenden Klassen und Gruppen. Also das Prinzip ist vielfältig. Wer aber dennoch möchte, dass er jetzt in der Landsack seine Dateien ablegt, der braucht jetzt ein kleines Tool, das diesen Makel, sprich also, dass man ganze Ordner kopieren und verschieben kann, nicht hat. Sie finden das kleine Programm in einem unserer sieben Hauptbereiche, die Lernsacks. Und hier haben wir schon den Unterpunkt Werkzeuge. Und was wir suchen, hat den Namen Webweaver Desktop. Das ist er. Und Sie werden also über diesen Link auf die nächste Seite weitergeleitet. Und hier können Sie also dann zwei Varianten herunterladen. Einmal den Webweaver Desktop und den Webweaver Drive. Das ist die Sparversion. Da haben wir also wirklich nur die Dateiverwaltung. Und wenn Sie noch mehr haben wollen, sprich also auch zum Beispiel den Messenger, dann können Sie dieses Programm herunterladen. Das habe ich bereits getan und wenn wir das Ganze installieren, sieht es so aus. Im Video werde ich Ihnen das noch ein bisschen größer machen. Wenn Sie die Anwendung installiert haben, sehen Sie dieses kleine Icon und wenn Sie es starten, öffnet das Programm. Es wird nicht größer. Das ist unser kleines Programm. Hier führe ich dann den Login aus und bekomme jetzt meine kleine Symbolleiste angezeigt. Das heißt, hier habe ich den Messenger. Hier könnte ich gleich in den Browser überwechseln und wäre automatisch in der Lernsax, müsste mich dann dort auch nicht mehr anmelden. Und hier haben wir unsere Dateiablage. Ja, und Sie sehen, in allen Klassen bzw. Gruppen, wo ich aktiv bin, habe ich jetzt hier die entsprechenden Ordner und Dokumente angelegt. In unserer Beispielklasse, das haben wir schon gesehen, habe ich also hier den Biologie- und Abgabeordner, Geschichte- und Abgabeordner und Mathematik- und Abgabeordner und in meinem privaten habe ich dann auch meine entsprechenden Ordner. Ja, und jetzt kann ich Ihnen mal zeigen, wie das funktioniert. Das heißt, ich kopiere einfach mal oder verschiebe einen Ordner, nehme ihn und fasse ihn irgendwo hin. Ist schon angekommen und damit habe ich den Ordner verschoben. Meistens verschiebt man Ordner, mit Kopieren geht natürlich auch. Über die rechte Maustaste können Sie dann noch verschiedene andere Funktionen auswählen, die da wären Ordner löschen auf dem schnellen Weg. Das Verschieben hatte ich Ihnen bereits gezeigt. Ich kann natürlich auch in diesem kleinen Explorer die Dateien anlegen oder Ordner anlegen. Dazu markiere ich zum Beispiel meine Klasse und lege hier einen Ordner an. Und könnte jetzt sagen, das ist also der Ordner Musik. Und in den Ordner Musik gebe ich jetzt den Abgabeordner Musik. Oh, das geht also wunderbar. Und möchte ich jetzt eine Datei von meinem Desktop in dieses oder in eine von diesen Ordner rüberschaffen, dann heißt das per Drag and Drop. Das bedeutet, ich habe hier eine Datei von meinem Desktop, die fasse ich an und ziehe die in das rechte Ansichtenfeld und habe sie hochkopiert. Also Sie sehen, das ist ein kleines, feines Tool, mit dem man auch sehr gut arbeiten kann. Wollen Sie eine Datei löschen, dann über die rechte Maustaste Ordner löschen und alles weg. Machen wir das auch noch weg. Und damit haben wir aufgeräumt. Wir haben also jetzt die Möglichkeiten gesehen,
In den Dateien oder Dateiablage kann ich Ordner, Unterordner erzeugen, kann darin meine Dokumente ablegen. Ich kann mir die Dokumente auch von einem USB-Stick in die LernSax hochladen. Ich kann den Webweaver Desktop benutzen als kleinen File Explorer. Ich kann WebDAV verwenden. Und für jemanden, wo Sie sagen, okay, reicht, ist schon genug, aber es gibt auch einige, die sagen, ach nee, das ist immer noch nicht dabei. Da gibt es für Lehrkräfte, auch das ist wieder nur für Lehrer vorhanden, im Bereich Privat, die sogenannten Speicherorte. Speicherorte, ich habe hier mal ein paar Beispiele reingesetzt, ist nichts anderes als die sogenannten Clouds, also die Cloud-Speicher. Und hier mal ein paar Beispiele, es ist alles kostenfrei. Also haben wir IONOS 5 GB, Magenta Cloud 25 GB, Box, Cloud-Files, Viva und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt an sich die Verbindung zu meinem Cloud-Speicher herstelle, habe ich also auch meine Dokumente in der LernSax, ist nichts drin. Oder den LernSax Arbeitsblätter. Hier sind die Arbeitsblätter abgelegt. Ja, und von hier aus könnte ich jetzt zum Beispiel die Arbeitsblätter in eine Klasse oder eine Gruppe bringen. Das ist aber Aufgabe des nächsten Videos.